der einen Seite ist es sicherlich so, dass das gesundheitliche Risiko einer Ansteckung erstmal nicht vor Klassengrenzen Halt macht. Insofern kann ich das nachvollziehen, warum man die These in den Raum stellt, wir sind alle gleich vor Corona. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der soziale und ökonomische Impact dieser Krise tendenziell zu mehr Ungleichheiten führen wird. Wir sehen jetzt natürlich auch schon diverse neue Ungleichheiten, die auftreten, ob das die Luftfahrtbranche ist, das Hotel- und Gaststättengewerbe, andere Branchen, die Kulturbranche, die besonders stark durch die Einschränkungen im Kontaktbereich betroffen sind. Das ist das eine, aber das andere eben auch, dass natürlich Menschen mit geringeren Einkommen, Menschen, die vielleicht weniger Polster auf dem Konto haben, um diese Periode der Unsicherheit abzufedern, dass die natürlich langfristig sehr viel stärker durch diese Krise betroffen sein werden und auch kurzfristig die Einschnitte sehr viel stärker spüren als jemand, der sehr viel mehr Ressourcen sowieso schon zur Verfügung hat und vielleicht auch einfacher von zu Hause aus im Homeoffice arbeiten kann. Alles in allem denke ich, dass die Krise sicherlich bestimmte Ungleichheiten, die es vor der Krise schon gab, nochmal stärker akzentuieren werden und stärker an den Tag bringen werden. Zum Beispiel die Unterscheidung zwischen denjenigen Berufsgruppen, die in anspruchsvolleren Berufen im Dienstleistungssektor tätig sind, auch im Bildungssektor, die sehr viel einfacher vom Homeoffice aus arbeiten können auf der einen Seite und Gruppen, die auch aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit Präsenzpflicht haben, die einfache Dienstleistungsberufe ausüben, die im produzierenden Gewerbe tätig sind, deren Jobs jetzt auch viel schneller weggekürzt werden, aber die, wenn sie dann arbeiten gehen, sich auch teilweise höheren gesundheitlichen Risiken aussetzen müssen, dass diese Ungleichheiten natürlich sehr viel stärker ausgeprägt sein werden während der Krise und auch nach der Krise. Ob es langfristige Folgewirkungen haben wird, hängt sehr, sehr stark davon ab, wie lange die Krise noch dauert. Vor allen Dingen der wirtschaftliche Teil der Krise, der natürlich auch mit der gesundheitlichen Krise zusammenhängt. Ich denke, im Moment, wenn wir jetzt innerhalb von wenigen Monaten wieder in ein verhältnismäßig geregeltes öffentliches Leben zurückgehen können, sind die Effekte vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber natürlich, wenn wir über mehrere Monate hinweg hier längere Phasen der wirtschaftlichen Inaktivität haben, dann haben wir auch ein massives Ungleichheitsproblem und nicht nur ein reines wirtschaftliches Problem. Das, denke ich, muss man bei den Maßnahmen, die jetzt gestaltet werden, immer mit bedenken, dass es also nicht nur um das Wirtschaftswachstum an sich geht, sondern auch um die Frage, wie wird die Ungleichheit davon betroffen und wie kann man Maßnahmen so gestalten, dass gerade auch die Ungleichheit nicht in besonderem Maße zunimmt durch die Krise. Wie sich die Krise auf den Sozialstaat auswirken wird, ist, glaube ich, im Moment noch eine sehr offene Frage, wie viele andere Fragen auch, aber es kann sozusagen in zwei Richtungen gehen. Auf der einen Seite erschüttert natürlich eine solche Krise irgendwo das Vertrauen in den Sozialstaat. Sicherlich hat im Laufe der Krise dann irgendwann jeder einmal irgendwie Kontakt mit den Gesundheitsbehörden und macht mehr oder weniger vertrauenswürdige Erfahrungen. Und gerade in diesen Krisensituationen, wenn natürlich Krankenhäuser, Gesundheitsämter an der Grenze sind, laufen die Dinge vielleicht auch nicht immer ganz so rund wie in normalen Zeiten. Deswegen auf der einen Seite könnte die Krise erstmal das Vertrauen in den Sozialstaat, in den Gesundheitssektor erschüttern. Auf der anderen Seite denke ich, dass mittelfristig auch der gegenteilige Effekt eintreten könnte, dass man eben auch sehr stark sieht, dass selbst eine solch dramatische Krise doch irgendwie durch den Sozialstaat, durch das Gesundheitswesen, gerade in einem Land wie Deutschland, bearbeitet werden kann. Vor allen Dingen, wenn man dann mit etwas Abstand auch die Erfahrung in Deutschland mit anderen Ländern vergleichen kann. Das gilt zum einen natürlich für den Vergleich mit anderen Ländern aus der westlichen OECD-Welt. Hier denke ich insbesondere an Länder wie Großbritannien, aber USA natürlich, die ein vergleichsweise weniger ausgebautes sozialstaatliches Sicherungsnetz haben und meiner Einschätzung nach wahrscheinlich am Schluss auch wirtschaftlich und sozialpolitisch gesprochen schlechter durch die Krise kommen werden als ausgebaute Sozialstaaten. Aber natürlich auch im Vergleich zu den Entwicklungs- und Schwellenländern, wo die Corona-Pandemie ja gerade erst anfängt und wo, fürchte ich, noch schwierige, sehr schwierige Prozesse bevorstehen und sehr schwere Krisenerscheinungen noch auftreten werden.
Alles in allem denke ich, wenn man jetzt auf die deutsche Reaktion auf die Krise schaut, ist das schon erstaunlich, wie schnell und konsequent hier reagiert wurde. Und ich denke, paradoxerweise hat uns hier die letzte große Wirtschafts- und Finanzkrise geholfen, weil hier schon verschiedene Kriseninstrumente ausprobiert wurden, wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, aber einfach auch die Dimension in anderen oder die Vorstellung in anderen krisenbedingten Dimensionen zu denken, wenn es zum Beispiel um die Unterstützung durch Fiskal- und Geldpolitik geht. Das hätte wahrscheinlich ohne die Erfahrung der großen Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2008 bis 2012, 2013 nicht so schnell in Deutschland zu entsprechenden Reaktionen geführt. Also das ist vielleicht ein bisschen das Paradox, das wir aktuell beobachten. Und insofern denke ich, dass kurzfristig die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, erstaunlich schnell verabschiedet wurden und in weiten Teilen auch, denke ich, sehr sinnvoll sind. Man muss auch da wieder ein bisschen auf die mittlere Frist schauen und fragen, wie kann man jetzt auch die Krise als Chance nutzen? Also, dass man bestimmte Transformationsprozesse, die am Arbeitsmarkt stattfinden und vor der Krise auch stattgefunden haben, dass man die durch die Krise vielleicht auch etwas bewusst steuert und gezielt in eine Richtung treibt. Ich denke jetzt hier vor allen Dingen an das Thema Digitalisierung der Arbeitswelt. Natürlich haben wir vor der Krise auch schon viel Bewegung beobachtet im Bereich Digitalisierung von Bildung und Arbeit. Aber durch die Krise wird gerade dieser Entwicklung nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Vorschub geleistet. Und ich denke tatsächlich, dass hier ein qualitativer Sprung erfolgen könnte, dass man nach der Krise ganz anders mit dem Thema Digitalisierung von Arbeit und Bildung umgeht als vor der Krise. Und wenn hier der Sozialstaat quasi aktiv steuern würde und steuern kann und zum Beispiel auch Beschäftigung fördert in wachsenden Wirtschaftssegmenten, in Bereichen, in denen es eben genau um diese wissensintensiven Dienstleistungen geht, könnte man aus der Krise auch schneller wieder rauskommen, aus der wirtschaftlichen Krise.